Hallo und herzlich willkommen auf einer neuen Web in Farming Simulator 22 und zwar The White Farm vom guten Kalle. Vom Kalle haben wir ja schon die letzte Map gespielt und spielen sie ja immer noch. Machen wir jetzt kurz mal eine kleine Pause und ich habe mir gedacht, die Map ist jetzt vor kurzem in den Mod-Hub gekommen und haben wir, okay, ein bisschen Abwechslung. Hier auch cool, diese Reflexionen in dem Anhänger drin. Schauen wir uns einfach mal eine neue Map vom Kalle an. So, hier haben wir schon kleine Schweindal. Und wie gesagt, wollt ihr die Karte euch mal detaillierter anschauen, gibt schon einige Vorstellungen in YouTube. Wir starten gleich rein. Oh, schon ein geiler Truck hier. Gleich rein in das Gameplay. Wie ihr an den Geräten schon seht, sind die Karten dementsprechend, oder die besser gesagt die Felder, ein wenig größer. Es gibt zwar auch nur 18 Felder, aber die Felder sind ein wenig größer. So, wir machen hier mal überall auf. Bisschen Licht reinkommen. Hier haben wir Hühner. So, wo können wir noch überall rein mit meinen Tieren? So, hier haben wir unsere Kühe. So, haben wir hier schon im Hänger was drin? Da ist noch nichts drin. So, da müssen wir uns mal um Futter kümmern. Und so, hier steht ein Güllefass. So, jetzt schauen wir mal kurz hier. Was wir noch so alles tun müssen. Hier oben haben wir noch ein paar Unterstände und ein riesen Silo. So, also wie ihr seht, fette, fette Map mit ja nicht so unbeachtlichen Feldern und macht aber glaube ich schon Spaß. So. Natürlich den Hard auch einschalten, um dementsprechend mein Autodrive einzuschalten. So, hier haben wir die ein oder andere Anfahrtspunkte. Müssen wir uns nur anschauen, ob wir das eventuell ändern. So, aber Produktionen haben wir einiges. So, wir schauen mal kurz hier hinein. Wir haben schon Stroh und Heu schon eingelagert. Es gibt neue Dinge hier auf der Map. Es gibt. Was habe ich gelesen? Was habe ich gelesen? Wo ist es? Es gibt Popcorn, Pommes. Es gibt ein bisschen Salat und Erdbeermarmelade. Aber das zu später. So, wir haben 8 Schweine. Wir haben 11 Hühner, besser gesagt 10 Hühner, ein Hahn und wir haben 5 Kühe, 10 Kühe, die haben alle nichts zu essen. Somit werden wir uns schöne, schöne Aufgaben hier. Ein paar schöne Düngeraufgaben. Jetzt muss ich natürlich, da wollte ich nicht. Jetzt muss ich natürlich schauen. Jetzt schauen wir mal unsere Fahrzeuge durch. So, hier ein wunderschöner John Deere. Gibt es nur auf der Map. So. Ne, wollte ich jetzt nicht. Ich wollte es eigentlich abstellen. So. Wunderschöne Map. So, den fahren wir hier mal raus. So, und dann schauen wir, haben wir hier noch den für einen Stall. Hier haben wir noch einen kleinen. Hier, genau, habe ich vorher nicht gezeigt. Besser gesagt, ich bin noch nicht vorbeigekommen. Das ist ein Ballenlager direkt über den Kühen. Und hier hinten lagern die ein. Und der Trigger ist, glaube ich, irgendwo
hier vorne. So, wir werden, glaube ich, den kurz die Trigger, bis wir soweit sind, einschalten. Seht ihr? Dann haben wir die nämlich, genau, hier können wir die nämlich auslagern. Hier hätten wir nämlich jetzt, sagen wir mal, wir wollen ein Heu auslagern. So, wo triggert der hin? So, wo ist der hin? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Ich habe ihn zwar ausgelagert, aber weiß nicht, wohin ist. Ah, hier steht er. So, und nun können wir ihn theoretisch nehmen. So. Auch eine coole Idee, mit so einem Teil hier oben die Ballen zu transportieren. So. Und jetzt können wir den meines Erachtens, ups, vorsichtig, hier runterschmeißen. So, schauen wir mal kurz hier rein und dann seht ihr, Nahrung 4537, also der Heuballen hat gegriffen, aber, Vorsicht, Heu, Gabel, aber wie ihr seht, wir haben natürlich hier jetzt nur 3 Ballen drin gehabt. Oh, da geht es zu den Kühen rein, da wollten wir nicht rein. Wir können hier irgendwo raus, genau hier können wir raus, hier gibt es die Milch und hier können wir ganz raus. So, jetzt müssen wir mal schauen, wir brauchen, wollte ich mal schauen, ob wir irgendwo hier vorne habe ich's. Was ist da drin? Das ist nur, das wird nur fürs Futter sein, der Trigger. So, was haben wir hier? Das wird Wasser sein, denke ich mal. So, hier haben wir Saatgut. Hier haben wir Ding. Das können wir auch kaufen. Das ist natürlich cool. Das werden wir dann auch tun, weil dann werden wir jetzt hier die ein oder andere, wo waren jetzt unsere Aufgaben? Hier sind sie. Unsere ein oder andere Düngeraktion machen, weil ich kann auch mit Flüssigdünger arbeiten. Somit brauche ich, sage ich hier mal, Vertrag akzeptieren. 170.000, die nehmen wir gerne mit. Und dann springen wir nochmal in unseren John Deere hier rein. Jetzt müssen wir uns hier erstmal zurechtfinden, wo hier meine Spritze war. Ah, hier sind wir nicht weit, schau. So, schauen wir mal hier. So, einmal anhängen bitte. So, da müssen wir aussteigen, weil wir haben ja jetzt noch kein Düngemittel, aber wir kaufen keine 17.000 Liter, sondern ich würde sagen mal 5.000 Liter reichen. So, 5.000 Liter gekauft. Und dann müssen wir schauen. Fülle das Gerät erst auf. Ja, aufklappen müssen wir es garantiert nicht. Aufklappen müssen wir es auch nicht, oder? Ne, da geht nur so auf. Die Arbeitsbreite wollen wir auch nicht ändern. So, aber wir müssen es hier irgendwo auffüllen. Jetzt weiß ich nicht, wenn wir, müssen wir direkt hier hinfahren. Ah, seht ihr? Süß, 1200. Wir starten mal mit unserem Autodrive. Probieren wir mal, ob alles so weit funktioniert. Feld Nummer 7. Und er macht sich auf den Weg. Und wir werden mit ihm hier dann eventuell unsere Tiere versorgen. Wir haben Schweine. Wir brauchen Schweinefutter. Wir brauchen
Ja, ich glaube wirklich, wir nehmen jetzt erstmal. Ah, das war die falsche Scheune. Da hinten ist die andere. Das Stroh und das Heu, was wir jetzt hier eingelagert haben. Und dann werden wir uns im Großen und Ganzen. Wir lagern jetzt mal beide aus. Stroh lagern wir auch aus. Müssten jetzt alle hier stehen, genau. Und dann schmeißen wir die dementsprechend zu unseren Kühen runter. Dann sind die zumindest mal so weit versorgt. So, also dieser Hof ist echt genial gemacht, finde ich. So, vorsichtig, dass wir nicht runterfallen. So, zapp, zapp. Das müsste, ups, genau, Stroh drin. Und dann schmeißen wir die anderen jetzt auch noch runter. Zumindest mal hier das Gras. Ups, Salatzi. Damit sie Futter haben. So, beide werden natürlich, ja, beide werden eh nicht durchgehen durch diese Luke. Somit hat sich das erstmal übrig, dass es runtergeflogen ist. So, hier wieder. Zack. Nehmen wir den aber jetzt hier gleich auf. Na. Und hinter. Und dann kippt man noch eine Ladung. Ups. Ich hoffe, wir können mit dem nicht durchfliegen. Ich würde es aber jetzt erstmal so und so ungern ausprobieren. So, hier gegen den Stempel gefahren. So, nochmal 5000 Liter Stroh geholt. So, können wir mal kurz von außen. Es könnte, wenn hier keine Kollision ist. Ah, es ist keine Kollision. Somit wird spannend. Wir würden durchfallen. Somit testen wir es gar nicht. So, bitte einmal aussteigen. Machen wir hier wieder zu. Jetzt haben wir nämlich hier eigentlich genug Stroh und genug Heu erstmal unten. So, dann heißt es, da wollten wir nicht, hier wollten wir raus. Wir brauchen Schweinefutter. Das heißt, wir brauchen irgendwas, um Schweinefutter zu transportieren. Ich glaube. Ah, könnte man mit ihm machen. Oh, hier haben wir einen Hänger. Cool. Wassertransporter. Okay. Wir fahren zum Händler und holen unser. Schweinefutter ab. Und in der Zeit schauen wir dann mal auf zur Werkstatt. Die Geräte sind natürlich alle irgendwie ein wenig in Mitleidenschaft gezogen werden. So, Fahrzeughändler, Shop abholen, würde ich sagen. Machen wir hin. Okay. Wir schauen mal. Ah, den könnten wir natürlich auch hernehmen. Der Hänger steht gut da drin. So. So, das war nichts. Satz mit X. Er kommt hier nicht an dem Güllefass vorbei, warum auch immer. Da gehört sozusagen die ein oder andere Sache noch geändert an dem Autodrive. Aber wie gesagt, wir sind ja jetzt frisch drin. Erste Folge. Somit lassen wir ihn jetzt erstmal fahren.
So, wir brauchen, was haben wir gesagt? Welche Tiere haben wir denn? Getreide brauchen wir auch. Das kaufen wir auch. Somit springen wir mal hier rüber und sagen, wir kaufen. Sollen wir einen Saatgut auch gleich kaufen? Ja, nehmen wir auch gleich mal mit. Einer reicht aber jetzt erstmal. So, dann nehmen wir hier Hühnerfutter. Nehmen wir mal zwei mit. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir das alles unterkriegen. Holen wir auch mal zwei Schweinefutter. So, und der Rest sollte passen. So, jetzt schauen wir mal, ob ob das Auto, okay, das Auto kam da vorbei, wo es hin wollte. Ist in. Oh, schaut euch diesen geilen Händler an. Schau mal, was da für ein Case drauf steht. Übelst, übelst geil. So, Stapler gibt es wohl keinen. Oder steht hier hinten eventuell einer? So, ist angekommen. Sind das meine Geräte hier? Schauen wir mal auf die Karte. So, wo war der Händler? Der Händler, der Händler, der Händler war hier hinten. So, oder? Nee. Nee, wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? Der Händler ist hier unten. Das sind tatsächlich unsere Geräte. Seht ihr? Ah, cool. Cool. So, aber ich habe hier, ich werde hier nichts aufmachen können. Ich habe hier natürlich keinen Stapler. Und ich werde jetzt einen Teufel tun und werde jetzt hier einen Stapler kaufen für den Shop. So, hier geht es nicht weiter. So, dann müssen wir mal schauen, wie man die Säcke oder besser gesagt die Big Packs hier auf mein Laster kriegen. So, das heißt, wir müssen, solange wir jetzt keinen Stapler haben, ein wenig mit Muskelkraft arbeiten. So, das heißt, die ersten Big Packs erstmal hier in den Truck rein. So. Das war wieder sehr intelligent. So, den ersten Sack haben wir gleich über den Zaun geschmissen. Das kommt davon, wenn man nicht regulär arbeitet und sich hier für ein paar Euro einen Stapler holt. Dann kommt so ein Blödsinn raus. So, dritter Sack wird nicht reinpassen. Genau. Somit heißt es hier, wir müssen welche nebeneinander auf den Hänger stellen. So. Zack. Jetzt müssen wir kurz hier raus. Dann müssen wir schauen, wo wir hier unseren Sack hingeschmissen haben. So, kriegen wir den hier raus. So, funktioniert. So, vorsichtig, dass wir hier nicht einen Hänger umrennen. So, zack, drauf damit. Und dann würde ich fast sagen, dadurch, dass wir jetzt hier noch für einiges Platz haben, nehmen wir hier noch mal zwei Saatgut mit. Und haben wir drei Schweinefutter. Mehr machen wir jetzt hier nicht. So, vorsichtig. So, und den anderen stellen wir hier. Oh, warum schaut der andere hier vorne raus? Das soll natürlich nicht passieren. So, zapp, zapp. Dann haben wir hier gute Fest, hier gute Fest.
Hat er hier auch Gurte? Hat er auch. So. Dann machen wir hier mal die Superkraft aus, bis wir zu Hause sind. Und wir schicken ihn nicht zum Bauplatz, nicht zum Ein- und Verkauf, sondern wir schicken ihn zur Farm. Schauen wir mal, wo er hinfährt. Er fährt nirgendwo hin, weil wir am Zaun stehen. Somit, oh, der hat schon einen cooler Sound, der Kübel. So, lassen wir ihn mal zur Farm fahren und schauen wir mal, was unser Spritzenfahrzeug hier. Machen wir mal ein bisschen die Optik nach außen. So, packt hier mal schnell aus. Oh, nicht die Frucht kaputt machen. Oh, schöne Spannweite. So. Werden wir jetzt aber noch mal zusammenfalten müssen, sonst kommen wir hier an dem Feld hier nicht vorbei. So, ich würde hier jetzt gerne mich mal rückwärts hinstellen und hier brechen wir mal den Zusammenfaltvorgang ab. So, und dann schauen wir mal, wie weit wir mit unseren 1200 Litern kommen und sagen hier, los geht die Party und es wird gedüngert. Und ich hoffe, dass der auch das so annimmt. Ja, perfekt, wie wir das wollten. Wir zoomen mal ein bisschen raus hier. Und wir werden sehen, wie weit das hält, weil wenn ich mir hier so dieses Feld anschaue, weiß ich jetzt auch, ups, das wollte ich nicht, warum das 170.000 Dollar wert ist, weil wir hier doch einiges an Dünger brauchen. So, der Chip ist zu Hause angekommen. So, hier haben wir die Hühner. So. Heißt, hier mal gut ab. So, dann hier wieder die Superkräfte einschalten, obwohl wir hier bestimmt irgendein Fahrzeug hätten, wo wir rausheben können. So, jetzt müssen wir schauen. Was der Trigger hier? Der nimmt zwar Nahrung an, aber nicht das, was ich ihm zu bieten habe. Warum auch immer. So, ah, okay. Ich kann es hier reinfüllen. Und 9000 Liter umfasst das Ding. Das ist natürlich eine Hausnummer. So, das ist Schwein. So, Gurt müssen wir abmachen. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nicht absteigen, sondern ich wollte hier den zweiten Hühnersack rausholen. ...360 Hühner können wir hier reintun. Das ist natürlich eine Hausnummer. Jetzt müssen wir natürlich mal schauen, ob wir innen im Stall... schaut euch diesen Legeapparat an. Kommen wir hier rein? Tatsächlich? Kriegen wir hier Eier oder irgendwie so? Ja, bin ich gespannt. Bin ich gespannt. Kommen wir hier wieder zu. So, jetzt müssen wir hier aber wieder den Gurt dran machen. Und dann geht's weiter zu unserem Saatgut-Silo, glaube ich, ist das nächste. So, das ist Futter, aber welches Futter? Ist das das Futter für die Schweine? Gut, das haben wir hier. Und hier den Gurt abmachen. So, wir müssen schauen, ob wir hier direkt
Perfekt, können wir machen. Bild hier direkt rein. Zweihunderttausend Liter. So, schauen wir mal hier rein. Nahrung gleich null. Warum das? Jetzt haben wir in ein Silo reingekippt. Das war natürlich jetzt sehr. Professionell, weil im Silo nützt uns natürlich nichts. Wir brauchen es natürlich hier im Stall. 54.000 Liter für 150 Schweine. Da haben wir einiges zu tun, was Futter angeht. Also bis jetzt finde ich die Map echt cool. Ich hoffe, ihr feiert sie auch. Oh, wir haben echt nur zwei Schweinefutter gekauft. Das ist ja nicht zu fassen. Können wir das irgendwie auslagern? Ein Sack oder so. Das können wir wirklich nur in einem Hänger. Ah, das ist echt doof. Und wir haben noch keinen kleinen Stallhänger oder so. So, oh, das wollten wir nicht. Wir wollten eigentlich. Oh. So, wir schalten jetzt die Superkraft wieder aus, dass wir schön einsteigen können hier. So, dann müssen wir schauen hier. Saatgut wäre gleich hier. So, zack, zusammengerutscht. So, wenn ich den jetzt fallen lasse, läuft er trotzdem rein? Nein, natürlich nicht. So, wo ist der Trigger? Ah, sogar hier vorne. So. Also der ist ein bisschen blöd gemacht, der Trigger. Bis jetzt die anderen gingen eigentlich. So. So, da dürften wir jetzt 3000 Liter Saatgut drin haben. So, schauen wir mal, was er anzeigt. Genau, 2,9. So. Hier machen wir die Superkraft wieder aus. Wir kaufen definitiv einen Stapler, weil das ist nichts. So, ich habe keine Ahnung, wo der Chip gestanden ist. Wo stand der? Der stand hier drin. So, den packen wir später mal ein. So, weil wenn ich auf die Uhr schaue, wir sind schon wieder am Ende. Ich würde gern nochmal zu unserer Spritze hier schauen. 75% des Feldes hat er ausgegeben. Und dieser Streifen hier ist gedüngt. Das heißt, wir haben hier. Zack, jetzt kommt natürlich die Speicherung dazwischen. Ja, knapp 40% gedüngt. Wir werden somit nochmal zum Nachtanken fahren müssen. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Bis dann, der Papi.